Grüß Gott, ignoriert heute meine Haare. Es wird schlimmer, durch das, dass der Ventilator rennt. Ich warne euch nur vor. Aber ich schaff's ohne Ventilator nicht. Ich habe wieder ein Müllvideo für euch. Meine Müll vom Juni. Ja. Es ist ziemlich eintönig diesmal, finde ich, ein bisschen. Aber ich werde mir Mühe geben, das so gut wie möglich euch zu zeigen, dass es nicht so langweilig wird. Ich habe da jetzt ganz, ganz viele Proben, Masken und schieß mich tot in der Hand. Werde aber dazwischen immer ein großes Stück, großes Produkt euch zeigen, kein großes Stück. Die Hitze, ich schwör's euch, das macht einen matschig im Hirn. Ja, also immer abwechselnd. Machen wir mal die Zahnpflege vielleicht. Komm schon. Meine heißgeliebte Mundspülung habe ich wieder leer. Von Colgate Plax, diese Tea and Lemon. Die liebe ich. Gott sei Dank gibt es die beim Billa Plus, beim normalen Billa. Bei mir in der Nähe gibt es die leider nicht. Aber egal, ich krieg's Gott sei Dank noch in einer anderen Filiale. Und ich habe es ja auch in Klein Hawksdorf mir auch gekauft. Von, wenn wir schon bei Zahnpflege sind, habe ich vom Action eine Zahncreme leer gemacht. Das war eine mit Bananengeschmack, Geruch. Die war okay, aber ich würde sie mir ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen. Ich hätte sie mir auch damals nicht kaufen sollen. Ja, sie war okay, aber nichts Besonderes. Ich habe noch so viele andere Sachen, die ich einfach aufbrauchen muss. So, Augenmaske habe ich einmal die von Action leer gemacht. Die schaut so aus. Die fand ich jetzt auch leider nicht so gut. Ich finde das ein bisschen blöd, dass die übers Auge so drüber geht. Da unten könnt ihr das gut sehen. Fand ich jetzt nicht so toll. Würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen. Wenn Augenbits vom Action, würde ich mir diese Regenbogen nochmal kaufen. Weil die Regenbogen waren gut, aber die mochte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ampullen von Cadea Vera. Werdet ihr noch mehrere sehen? Ich finde jetzt gerade die anderen nicht, aber da habe ich noch mehrere verschiedene auch aufgebraucht. Einmal die Glow-Ampulle. Leider sind die meisten ja limitiert, aber die, ihr wisst ja, die liebe ich und benutze ich immer. Jetzt im Sommer ein bisschen weniger, weil ich habe es jetzt auch wieder gemerkt. Ich habe jetzt die paar Tage, weil ich noch was aufbrauchen wollte, ein paar verwendet und ich habe richtig gemerkt, dass mir die ein bisschen zu viel sind jetzt für die Jahreszeit. Aber ja, da ist die Probe stiften gegangen. Ich habe von Elisab zwei Duftproben leer gemacht. Einmal von den In White heißt der. Ich muss den kurz, okay, aufklappen. Der schaut so aus. Der war sehr gut. Und einmal den Lumiere, glaube ich, heißt der. Der war auch mega gut. Also beide fand ich super. Ich werde sie mir jetzt aber natürlich nicht nachkaufen. Ich habe eindeutig zu viele Düfte, zu viele Duftproben, so Fiolen, so längliche. Also ich habe einfach zu viel Zeug, deswegen werde ich mir den keinen von beiden jetzt mal nachkaufen. So, dann habe ich die Folien Sheet Mask von Action leer gemacht. Also die Verpackung ist mega cool, aber die Tuchmaske war mir ein bisschen zu dick. Vielleicht, weil es ja eine Folientuchmaske war, aber die war mir ein bisschen zu dick, die hat mir nicht gefallen. Würde ich mir nicht nachkaufen. Also alle vom Action kann man auch nicht verwenden, finde ich. So, dann habe ich von Terra Naturi, also echt bei Terra Naturi heißt die Marke, die ist ganz neu, habe ich mir die Vitamin C Ampullen gekauft. Ich habe sie jetzt leer gemacht, fand sie so von der Wirkung her super, auch vom Produkt her allgemein waren sie gut. Das Einzige, was mich mega gestört hat, diese kleinen Ampullen, die waren nämlich viel, viel kleiner als jetzt die zum Beispiel von Cadea Vera. Die kriegt man so schlecht auf, dass ich mir bei der letzten Ampulle mitten in den Finger geschnitten habe. Also das geht gar nicht. Also die würde ich mir leider nicht nochmal nachkaufen, weil die Verletzungsgefahr zu hoch ist. Bei mir zumindest. Ich bin zu tollpatschig dafür. So, einmal, ich glaube, die habe ich aber noch irgendwo. Gott. Von Action, Lippenmasken. Habe ich auch ein paar, kommt schon her. So. Ich habe zweimal diese rosane gemacht. Jetzt fliegt das mir gleich weg. Zweimal die hier. Die finde ich super. Die habe ich mir auch vor kurzem wieder nachgekauft, weil meine Backups ein bisschen weniger wären. Und zweimal die goldene. Einmal alte Verpackung, einmal neue Verpackung. Das ist die neue, oben ist die alte. Die goldene kaufe ich mir jetzt nicht mehr, weil mich stört dieses Glitzer, was da drin ist. Sie ist ja ganz cool, aber es gibt ja auch immer Limited Editions, die ich hier eher kaufen würde. Also jetzt nicht von Action. Da glaube ich, habe ich bis jetzt immer nur die beiden gesehen. Aber wenn, würde ich mir eher die, was ich vorher gerade gesehen habe, diese rote, als die nochmal nachkaufen. Und kaufe mir stattdessen dann, ich weiß nicht, Balea oder so lieber. Man muss verzichten lernen. Nein, ich habe dir noch nicht gezeigt. Ja, ich glaube, die habe ich noch irgendwo da fliegen. Ich nehme jetzt nicht ihr, aber ich sehe sie gerade nicht. Also wenn ich sie euch nochmal zeige, sorry.
Aber einmal habe ich die, sicher noch einmal die Balea-Lippenmaske aufgebraucht. Da ist ja jetzt das Design anders. Ich habe auch die ganzen alten vorher aufgebraucht, damit ich dann wieder die neuen anfangen kann. Also, ja. Waren gut, also ich liebe die. So, Reinigungstücher habe ich da auch zwei verschiedene leer gemacht. Einmal die hier. Das sind die von Action, die habe ich immer am Schminktisch stehen. Die kennt sie ja eh schon von mir. Und irgendwas läuft da gerade extrem aus, finde ich eklig. Dann einmal die hier, die gibt es leider nicht mehr. Ich habe auch das Gefühl, dass die neuen Cadea Vera Reinigungstücher ich nicht mehr vertrage, leider. Deswegen würde ich sie mir jetzt nicht mehr nachkaufen. Ich habe aber viele noch zu Hause, die ich jetzt für den Schminktisch verwenden werde. Habe mir aber jetzt welche vom Balea gekauft und ich hoffe, ich vertrage die. Ich hoffe es. So, dann haben wir hier... Ich glaube, das sind die Essenz, was da so auslaufen. Ekelhaft. Zweimal Cadea Vera Augenpads. Liebe ich. Das ist nur die alte Verpackung. Ich kann nicht mehr reden. Das ist nur die alte Verpackung. Die neue schaut ein bisschen anders aus. Die haben auch die Sachen ein bisschen größer gemacht. Finde ich ein bisschen blöd. Weil das ist ja eher verpackungssparender. Aber ja, sei es drum. Dann habe ich die Essenz Augenpads einmal leer gemacht. Die fand ich auch sehr, sehr gut. Gibt es aber leider nicht mehr. Sonst würde ich sie mir nachkaufen. So, dann habe ich noch da eine Cadea Vera Ampulle leer gemacht. Da habe ich mich vergriffen. Ich habe gedacht, das ist diese Perfect... Nicht Perfect Lift, das ist ja die Perfect Lift. Ich dachte, es ist diese Sofort-Effekt, weil ich die für Schminken für die Hochzeit verwenden wollte von einem Freund von mir. Und dann habe ich aber die erwischt und denke mir, ups. Die würde ich mir deswegen nicht nochmal nachkaufen, weil ich brauche diesen Effekt, den die macht, noch nicht. Noch nicht. So, werfen wir mal kurz eine In-Dusch-Lotion von Nivea rein. Die liebe ich, wisst ihr ja eh, kennt sie ja eh schon auswendig. Ich zeige es euch trotzdem jedes Mal. Wird jedes Mal leer. Da bin ich aber brav und bunker das nicht, sondern wenn ich sie leer mache oder sie wird kurz, ist kurz vorm Leergehen, dann kaufe ich sie mir erst nach. Aber ich liebe die. Noch einmal Ampullen. Ich habe irgendwie so eine Ampullenphase gehabt in dem Monat. Die fand ich aber nicht so gut. Das war von, ich kann die Marke nicht aussprechen, war von Marionneau. Viele in Deutschland kennen dieses Geschäft ja nicht, das ist einfach nur eine Parfümerie. Würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Haben viel zu sehr geschäumt. Ich habe die Sachen oft, also habe die Ampullen oft zweimal verwenden müssen, weil das so stark geschäumt hat. Ich habe die irgendwie besser in Erinnerung, deswegen würde ich sie mir nicht nochmal nachkaufen. Was ich aber gut finde, was ich mir leider nicht nachkaufen kann, weil ich so viele Masken zu Hause habe, ist von Annemarie Berlind die Anti-Aging-Gesichtsmaske. Ich glaube, die habe ich dann stattdessen, weil ich die Ampulle nicht hatte, habe ich die Maske dann, glaube ich, für die Hochzeit verwendet. Also, die war echt, echt gut. Aber wie gesagt, ich darf sie mir nicht nachkaufen, ich habe zu viel Zeug leider. Was haben wir denn dann noch? Die habe ich erst gestern, glaube ich, benutzt. Die war furchtbar. Das war, glaube ich, auch von Montan de Chenez eine Maske. Hat bei mir sehr stark gebrannt, musste ich nach 4 Minuten wieder runternehmen. Aber der Geruch war gut, aber ja. Was soll man machen? Wenn ich sie nicht vertrage, bringt mir das nichts. Einmal die Action-Augen-Pads habe ich leer gemacht. Die finde ich gut, aber die benutze ich, ich mag die Hydrogel trotzdem lieber, benutze die aber dann, wenn ich Tuchmasken mache. Wenn ich Tuchmasken mache, dann gebe ich die drunter, damit die Augenpartie auch ein bisschen was abbekommt. Für das finde ich es gut. Lippenmasken habe ich sehr viele leer gemacht. Zweimal die vom damaligen Standardsortiment von Cadea Vera. Ich liebe die. Ich hoffe, die haben die nicht zu sehr verändert, weil die mochte ich sehr. Und 3 Limited Edition wieder. Einmal die Kokos, einmal die Grapefruit und die Kirsche. Die kennt ihr ja eh von mir. Was noch Limited Edition war, ist die Avocado Bomb Hydrogel Maske von Cadea Vera. Die fand ich auch sehr, sehr gut. Ich mag das lieber in der Früh verwenden oder wenn ich Sonntag, weiß ich nicht, Vormittag Zeit habe, benutze ich die so gerne. Die Tuchmasken eher am Abend, weil ich finde die Tuchmasken für mich persönlich ein bisschen reichhaltiger. Die fand ich gut, gibt es leider nicht mehr, war Limited Edition. Ich habe da aber noch eine, ich glaube die ist im Standardsortiment. Hydro Booster von Cadea Vera, auch Hydrogel, finde ich auch sehr gut. Egal welche Cadea Vera Hydrogel, ich würde mir alle nachkaufen. So. Eine Haarmaske habe ich auch leer gemacht, das war die von Primark, die war mega gut. Ich wurde sogar am nächsten Tag von einer Arbeitskollegin gefragt, was ich mit meinen Haaren auf einmal gemacht habe, weil die so schön sind, weil in letzter Zeit spinnen meine Haare total rum, ich weiß nicht, was los ist. Aber die war geil, die war wirklich geil. Würde ich mir sogar nochmal nachkaufen, wenn sich meine Haare jetzt nicht dran gewöhnt haben. Wissen wir ja nicht. Von Bath & Body Works ist eine Seife leer worden, die war echt gut. Die gibt es leider nicht mehr, ich habe schon nachgeschaut. Ich wollte die nämlich nochmal haben, aber sie gibt es leider nicht mehr. Das war die Pink Apple Punch, die war geil. Ich habe mir auch vor kurzem wieder ganz, ganz viele gekauft, weil sie in Aktion waren. Also ich liebe die Schaumseifen von
Bath & Body Works würde ich mir immer wieder nachkaufen. Egal wie teuer die sind, ich würde mir die immer wieder kaufen. So, dann habe ich hier einen Nagelschnelltrockner-Spray aufgebraucht. Ich bin aber in letzter Zeit so Nagellackier voll, also ja, ich liebe den, aber ich empfehle den auch jeder Kundin. Machen wir da mal weiter. Von Isana habe ich eine milde Seife leer gemacht, die war okay, das war diese Berry Love. War okay, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber war okay. Von Isana ist das Peeling leer worden, dieses Zuckeröl-Peeling Berry Love. Ich habe gerade auch das Duschgel in Verwendung. Ich fand das leider nicht so gut. Der Duft war gut, die Pflegewirkung war auch mega, aber es war so schmierig in der Verwendung. Und das hat mich sowas von mega gestört. Das Hautgefühl war auch urgeil danach, aber es bringt mir halt nichts, wenn ich das Produkt nicht gerne benutze. Ich habe noch andere von Isana und ich bin gespannt, wie die sind. Da bin ich wirklich gespannt. Wenn die anderen auch so sind, bin ich gar nicht traurig, dass ich da dran nicht komme, aber ein Favorit war es nicht. Sagen wir es mal so. Es hat wirklich die Haut urschön weich gemacht, aber kaum habe ich das benutzt, habe ich das so drauf geschmiert und hatte das mitten in den Fingern so drinnen und das fand ich echt schlimm. Also das finde ich geht gar nicht. Aber ja, ich bin gespannt, wie die anderen sind. So, das war jetzt mein letztes Backup leider. Von Biotherm dieses Abschminkbalsam. Ich habe aber jetzt gerade aktuell eines von einer koreanischen Marke, was jetzt bei uns neu bei Müller gibt. Verwende ich gerade aktuell. Ja, und das von Estee Lauder habe ich ja auch noch. Also schauen wir mal, welches dann von beiden das hier ablöst. Aber es war gut. Das letzte fand ich jetzt nicht mehr so gut, komischerweise. Aber sehr gut. Dann traue ich nicht so hinterher. So, machen wir mal die kleinen Sachen da fertig, glaube ich, weil das nervt mich, wenn ich die in der Hand halte. Ich habe eine Probe leer gemacht. Handcare. Ich habe keine Ahnung, wie die Marke heißen soll. So schaut das aus. War beides furchtbar. Ich habe die Handcreme als Fußcreme zweckentfremdet, weil ich habe die Seife benutzt vor kurzem. Und die hat furchtbar gestunken. Deswegen, ja, würde ich mir nicht nachkaufen. Da bin ich froh, dass ich noch ganz viele Backups habe. Von meiner Cadea Vera Creamy Avocado Maske. Die liebe ich. Die macht so ein super weiches Hautgefühl danach. Kann ich aber nur am Abend verwenden, weil wenn ich es tagsüber verwende, dann ist mir das zu reichhaltig und ich fange an zu schwitzen im Gesicht nicht so gut. So, eine Niacinamid-Ampulle habe ich auch noch leer gemacht von Cadea Vera. Ihr wisst ja, ich liebe die Ampullen. Die Hydrogel-Augenpads von Balea, die waren schon ein bisschen komisch. Vielleicht habe ich sie einfach nur zu lange schon aufgehoben. Aber ich mag trotzdem die von Balea sehr gerne. Was ich am liebsten mag, was ja wirklich, wirklich geil war, war diese hier. Die ist zwar verdammt teuer, glaube ich. Ich habe die ja nur bei einem Einkauf mal dazu bekommen als Geschenk von der Verkäuferin. Aber die würde ich mir nachkaufen. Da waren zwei Anwendungen drinnen von so einer Tuchmaske, wo man wieder wie eine Superheldin aussieht. Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Da waren die Augen total mit Feuchtigkeit versorgt. Also ich fand das mega. Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. So, eine Fußmaske habe ich auch leer gemacht von Action. Die war auch sehr gut. Die habe ich mir sogar jetzt nochmal nachgekauft. Es gibt sogar noch eine andere Sorte. Ich habe mir beide zweimal mitgenommen. Also zweimal die, zweimal die andere. Finde ich wirklich gut. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Weil die von Action, die sind echt gut. Ich finde, der Orangeduft ist jetzt nicht so stark. Aber der Pflegeeffekt war super. Ich habe mir dann danach, ich weiß, im Sommer ein bisschen dämlich, habe mir danach aber Socken anzogen. Habe sie dann ausgezogen und bin in die Schuhe reingeschlüpft und man hat richtig gemerkt, also ich habe dann beim Ausziehen der Socken gemerkt, dass meine Füße total weich waren. Und das fand ich mega gut, deswegen habe ich mir die ohne lang nachzudenken wieder beim Action mitgenommen. So, Proben habe ich auch leer gemacht, beide waren jetzt nicht so der Hammer. Ich habe von der Post, beziehungsweise von DM, glaube ich, Post bekommen, da war die Lavera Serum Probe drinnen, die war okay, aber ich mag halt diesen Naturkosmetikduft nicht, das ändert sich bei mir nichts. Ich mag diesen Naturkosmetikduft nicht, deswegen, es war gut, aber ich würde es mir nicht nachkaufen wegen dem Duft. Das fand ich furchtbar, ich glaube, das ist eine Eigenmarke von Douglas oder Marionneau, ich habe keine Ahnung, aber das war auch ein Serum, war mega furchtbar, hat überhaupt scheiße gerochen, war ganz, ganz schlimm, würde ich mir niemals kaufen. Eine Handmaske habe ich auch leer gemacht. Die würde ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht nachkaufen, weil ich finde 3,45 € oder 3,95 € ein bisschen teuer. Da würde ich mir lieber die vom Action nachkaufen oder ja, die Balea ist jetzt auch nicht günstiger. Ich habe jetzt aber günstig eine beim Müller ergattert. Also ja, zum Verschenken ja, aber ich glaube nicht, dass ich sie mir nachkaufen würde. Oder vielleicht irgendwann einmal dazwischen oder so.
Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. So. Dann habe ich eine Haarmaske leer gemacht von Alverde. Beim ersten Mal anwenden, wie ich sie euch das erste Mal gezeigt habe in einem Video, waren meine Haare so schön danach, dass ich mir dachte, okay, ich kaufe die sofort wieder nach. Habe es wieder probiert und hat gar nicht mehr geholfen. Also meine Haare sind in letzter Zeit voll für den Arsch. Ich weiß nicht, was los ist. Also die würde ich mir jetzt nicht noch einmal nachkaufen. Beim zweiten Mal verwenden habe ich gemerkt, okay, meine Haare hatten keinen Bock mehr drauf. Zwei Duftproben habe ich noch leer gemacht von Narciso Rodriguez. Den habe ich gestern, glaube ich, erst leer gemacht. Die fand ich so geil, die Duftproben. Der Duft ist sowas von gut und ich will den unbedingt haben, aber ich habe zu viel. Aber der ist echt gut. Ich finde Narciso Rodriguez Düfte generell sehr gut. Ich finde, die, über die redet nur niemand. Aber der war echt gut. Ich habe aber eh noch. Ich habe, glaube ich, den Poudre habe ich noch zu Hause, den schwarzen habe ich noch daheim. Noch einen schwarzen habe ich zu Hause, den gibt es glaube ich gar nicht mehr, noch irgendeinen. Also ich sollte mal die vorher aufbrauchen, bevor ich irgendwie nachdenken kann, mir irgendwelche nachzukaufen. So, dann habe ich eine Tuchmaske aufgebraucht von Cadea Vera, die Charming Cat. Die war ja mega. Die war sowas von gut, ich habe sie geliebt. Die habe ich glaube ich gestern oder vorgestern erst verwendet, die war so angenehm vom Tragegefühl. Der Duft war mega, das Hautgefühl war dann mega geil danach, ich musste mich gar nicht mehr eincremen, also die war mega gut. Mega, mega, mega. Die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, aber die gibt es leider nicht mehr. Noch eine Ampulle habe ich leer gemacht von Cadea Vera. Dann habe ich Yuti-Augenmasken noch leer gemacht und ich muss sagen, ich würde mir gar keine mehr kaufen davon. Ich mag sie einfach nicht. Die meisten brennen bei mir, also die zwei Limited Editions, was ihr da außen habt, sie haben bei mir extrem brand. Die goldene hat leicht gebrannt und ich finde die Verpackung ehrlich gesagt so schier. Ich weiß, es ist jetzt kein Grund, Augenpads nicht zu kaufen, aber ich mag die Marke einfach nicht. Deswegen würde ich mir die ehrlich gesagt nicht noch einmal nachkaufen. Die, was ich jetzt noch habe, werde ich noch verbrauchen. Da sind noch einige, aber nachkaufen würde ich mir keins mehr davon. Ich habe zwei Chorus-Produkte leer gemacht. Einmal ein Shampoo und einmal ein Duschgel. Das Shampoo würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Das war nämlich wirklich gut. Das würde ich fix nachkaufen. Das hat auch sehr gut gerochen. Irgendwie kriege ich das nie auf. Das hat wirklich angenehm gerochen. Da gibt es aber eines mit Mandel, das würde ich mir eher nochmal nachkaufen als das. Aber das ist halt für meinen Haartyp ein bisschen besser. Aber es war trotzdem gut. Was ich noch gut fand, und da habe ich Gott sei Dank ein Backup davon, ist von Coris das White Tea Duschgel. Das war auch sehr geil. Jetzt habe ich gerade das Kaschmir oder so, wie das heißt. Kaschmarant oder Kaschmir heißt das, glaube ich. Das finde ich okay, aber das White Tea finde ich viel, viel besser. Da habe ich Gott sei Dank noch ein Backup, weil das haben die aufgelassen natürlich. Ich habe ziemlich viel zum Duschen leer gemacht, sehe ich da gerade. Bleiben wir gleich einmal dabei. Einmal habe ich von Bilou den Duschschaum leer gemacht. Den gibt es ja leider nicht mehr. Ich habe immer so ein eigenes Glück, oder? Jedes Mal, wenn ich was mag, gibt es das aber immer nicht mehr. Den fand ich aber gut. Ich habe mir jetzt einen anderen von ihr, glaube ich, gekauft. Und eine mit Popcorn habe ich, glaube ich, noch zu Hause in meiner Sammlung, habe ich gestern gesehen. Also, ja. Nachkaufen würde ich mir, glaube ich. Ich habe den einen mit diesem Zitroneneis dann nur gekauft, weil 25% auf Bilou war. Sonst hätte ich mir den nie gekauft. Dem traue ich sehr hinterher. Das haben die vor kurzem aus dem Sortiment genommen. Mein heißgeliebtes, was habe ich gesagt in den alten Aufgebraucht-Videos? Mein heißgeliebtes Nature Fresh Duschgel mit Banane und Kokos. Ich bin so traurig. Ich habe Gott sei Dank noch 5 Backups oder so. Ich glaube 5 Backups sind's. Ich bin trotzdem mega traurig drüber, dass sie das aus dem Sortiment genommen haben. Ich habe es beim DM um 2,50 € gekauft. Teurer würde ich mir die ehrlich gesagt jetzt nicht bunkern. Ich habe die nur gebunkert, weil sie um 2,50 € beim DM waren. Aber ja, ich habe Gott sei Dank auch 5 Stück. Das fand ich auch gut. Das war von Dermacool, das Aroma Ritual Wild Strawberries. Das war sehr geil. Das war echt. Das war wirklich gut. Das würde ich mir auch nachkaufen, weil ich habe jetzt gerade das Café in Verwendung. Das finde ich nicht so gut, aber das finde ich mega. Würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Oh, 2 Make-up-dekorative Produkte habe ich aufgebraucht. Die werde ich gleich auf die Seite schmeißen. Das ist von Clarins eine Mascara, die Superlift & Curl Mascara Intense Black. Die war mega gut. Also die würde ich mir sogar nachkaufen. Ich habe noch so viele Backups leider von Backups. Ich habe noch ziemlich viele andere Mascaras, die ich vorher natürlich noch aufbrauchen will. Das fand ich nicht so gut. Das war von NYX, das Make-up. Würde ich mir nicht nachkaufen. Das gibt es auch, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, die haben die aus dem Sortiment genommen. Ich habe das als Tester mal von der Arbeit mitnehmen dürfen.
weil die ja aus dem Sortiment gegangen sind und ich wollte das halt mal probieren, weil da gab es noch die anderen Farben, um es halt weiter zu empfehlen. Für meine Haut war es nichts, aber ich habe es trotzdem oft hergezeigt, wenn jemand sowas Leichtes gesucht hat. Und bis jetzt habe ich nichts Negatives gehört. Also ich mag es halt nicht. Mir war auch die Farbe ein bisschen zu dunkel, ich musste das immer mit einem anderen Make-up mischen, also ja, war leider nichts. Von Smisopa, das tiefenreinigende Shampoo, habe ich leer gemacht. Mein Gott, Zungenbrecher. Würde ich mir nochmal nachkaufen. Ich glaube, ich habe aber jetzt ein anderes gekauft, wenn das so ein tiefreinigendes Shampoo ist. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich werde mir das eh wieder nachkaufen. Ich muss das mir wieder nachkaufen. Ich habe gerade gesehen, ich habe nicht dran gedacht, mir das nachzukaufen. War aber gestern bei Müller. Ich Pappenheimer. So. Dann habe ich noch eine Duftprobe leer vom Escada Santorini Sunrise, heißt der. Der war ganz okay, aber ich finde, die halten bei mir irgendwie nicht mehr auf der Haut. Ich habe jetzt gerade aktuell auch einen von Escada in Verwendung und ich finde, er ist okay, aber er macht jetzt nicht das, was ich, ja, also er hält jetzt nicht leider so lange, dass ich nicht nachsprühen muss. Der Narciso, wo ich gestern die Probe verwendet habe, was ich euch gerade gezeigt habe, der hat jedes Mal, wenn ein bisschen im Wind gegangen ist, habe ich den sofort wahrgenommen noch. Das kennt ihr auch schon. Meine Dado Sense SOS Care Akutcreme, ich liebe sie. Ich kaufe sie mir immer wieder nach. Ich habe sie Gott sei Dank gebunkert, deswegen brauche ich sie mir jetzt nicht nachkaufen. Ich glaube, ich habe noch zwei. Eine habe ich jetzt gerade ins Badezimmer gestellt, ein Backup habe ich, glaube ich, noch. Ich liebe sie. Ich werde sie mir immer wieder nachkaufen. Ich habe es jetzt wieder gemerkt, wo ich rasiert habe und ich habe sie nicht verwendet. Das ist sofort ein Unterschied. Einmal von Rexona, das schmiert auch so immer dumm, ich fand das nicht so gut. Ich habe das von einer Freundin bekommen, weil sie gemeint hat, ich muss das unbedingt probieren. Ich fand es aber leider nicht so gut. Die Rede ist von den Rexona Maximum Protection Extra Strong Deo Dingsbums Gedöns. Ich fand es leider nicht so gut. Bei mir hat das Ding mega rumgeschmiert, ich habe die ja früher so gern verwendet. Und weiß auch jetzt wieder, warum ich aufgehört habe, sie zu benutzen, weil ich weiß nicht, ob man das ein bisschen sehen kann, aber es ist halt total verschmiert und das Ding hat Deo-Flecken bei mir gemacht, bei meinen Sport-BHs und bei meinen Oberteilen für die Arbeit, wo es halt schwarze Wäsche war, hat das total abgefärbt. Deo-Schutz war gut, aber für das, dass ich meine BHs extra noch mit Deo-Flecken entfernen einsprühen musste und so, fand ich das nicht gut. Man hat das auf der Haut so angewendet und das Ding war total verschmiert und versifft oben. Also ich weiß wieder, warum ich es mir nicht nachkaufe. Ich habe mir auch das von, dank dem Ventilator esse ich meine Haare. So, ich habe mir auch das von Biotherm wieder nachkauft. Das von Biotherm, bei dem bleibe ich einfach. Das war okay, aber durch diese Schmiererei und das kaufe ich mir das nicht nochmal nach. Jetzt weiß ich wieder, warum ich aufgehört habe, das zu benutzen. Ich habe das früher nämlich auch gern benutzt. Also jetzt nicht das im Speziellen, sondern eine andere Sorte, aber ich habe es gern verwendet. So, eine Clarins Body Shaping Cream habe ich leer gemacht. Die war auch sehr gut. Das soll so eine Fett-Weg-Creme sein. Ich habe jetzt noch keinen Effekt gemerkt. Ich habe noch zwei kleine Proben, glaube ich, da. Ich benutze aber gerade eine von Collister, eine Probe, die ist auch geil. Ja, immer im Sommer habe ich so eine kurze Phase, wo ich das dann wieder verwende und dann höre ich eh wieder auf. Also ich habe das Ding auch aufgeschnitten, weil in den Clarins-Proben ja immer noch so viel drinnen ist. Ich habe noch zwei, also ja, ich kann halt noch nicht so viel dazu sagen, aber ja. Die haben das Produkt auch neu gemacht, also es wurde verbessert, sage ich jetzt mal. Jo. Mein letztes Produkt, dann haben wir es Gott sei Dank geschafft und ich kann endlich wieder von neu anfangen zu sammeln. von Marc Jacobs, Daisy. Hatte ich so ein Duftset. Da hat man dann 5 verschiedene Düfte drin gehabt und das schaut dann so aus. Ich muss sagen, es war keiner dabei, wo ich jetzt wirklich gesagt hätte, oh mein Gott, da muss ich mir unbedingt einen nachkaufen, weil der so, so gut war. Das Set war ganz süß mit diesen 5 Proben da drin. Ich habe das, glaube ich, wir haben das mal auf irgendeiner Schulung oder so gekriegt oder als Geschenk in die Filiale geschickt gekriegt. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, nicht so gut, die Düfte. Das war kein deutscher Satz. Ich finde die Düfte, ehrlich gesagt, nicht so gut. Aber ich habe das schon so oft, glaube ich, in Aufgebraucht-Videos gesagt, wenn ich mal Proben von den Desi-Düften hatte, habe ich jedes Mal euch gesagt, dass ich die Düfte nicht so gern mag, weil die einfach nicht zu mir passen. Dieses verspielte Blümchen-Ding, das... Nein. Ich habe mir einen gekauft. Ich glaube, das war ja auch der Daisy Love, der mir auch von den Proben als einziger gefallen hat. Zwei, glaube ich, fand ich gut. Das waren diese beiden Daisy Love. Die fand ich gut. Aber die anderen,
Nö, waren leider nichts für mich. Also generell mag Jacobs, wenn dann nur den Perfect. Der Perfect ist genial. Obwohl der Love ist auch gut, aber der Perfect, der ist der beste von Marc Jacobs. Finde ich persönlich. Es gab ja noch einen, der hat Dekadenz geheißen. Das war so eine Handtasche, der war auch mega, aber den gibt es ja nicht mehr. Den habe ich sogar noch in meiner Sammlung. Wer das Sammlungsvideo gesehen hat, hat den sicher auch gesehen. Aber ja, da war leider keiner dabei, wo ich jetzt sagen würde, muss ich mir unbedingt nachkaufen. Ja, deswegen habe ich auch, ich meine, ich habe generell schon sehr viele Duftproben, finde ich, leer gemacht. Für das, dass ich am Anfang dachte, ich habe nichts leer, habe ich schon ein bisschen was leer gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sorry, dass ich so scheiße heute ausschaue, aber mir war es eigentlich wurscht. Es ist heiß. Wer schaut da schon gut aus, wenn es heiß ist? Es ist einfach bäh. So. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt es mir mal gerne in den Kommentaren, was ihr so aufgebracht habt oder was euer Lieblingsparfum ist. Das würde mich auch mal interessieren. Machen wir mal was Neues. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye!